через Яндекс браузер можно посмотреть мое видео на русском языке с русским переводом. Для этого переходите по ссылке в описании. Осторожно, двери закрываются. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Alles rund um Russland. Ich bin Georgi Vasiljev. Hier sind wir mit Roman bei Food City. Das ist der größte Markt in ganz Europa. Hier haben wir direkt verschiedene Muscheln und noch eine riesen, ja was ist das überhaupt, Krabbe. So, die ist lebendig, nur so zur Info, falls man das nicht sieht. Hier haben wir noch große Muscheln. So, und noch verschiedene Sachen. So, der Markt ist schon fast geschlossen. Der schließt um 21 Uhr, jetzt ist es 20 Uhr. Aber wie ihr sehen könnt, alles ist noch am Start, alles ist noch da. Bier, Cola war da vorne, also Limonade, alles in riesen Mengen. Obst, Gemüse, alles Mögliche. So, hier ist eine Abteilung mit super vielen Süßigkeiten. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. So eine Riesenauswahl gibt es natürlich nirgendwo, glaube ich. Also man sagt ja nicht einfach so, dass das der größte Markt in Europa ist. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, ehrlich gesagt. Also, vielleicht kennt man das, aber in Deutschland habe ich sowas auf jeden Fall nicht gesehen. Also ja, Wahnsinn. Hier haben wir auch verschiedene Süßigkeiten aus anderen Ländern, wie ich verstehe. Ein riesen Blumenladen. Eigentlich ist der Schwerpunkt von vom Food City Lebensmittelprodukte, aber hier gibt es wirklich alles zu kaufen. Also von A bis Z, sage ich mal, Technik, Kleidung und alles mögliche andere. Wir sind gerade in einem stark bewohnten Viertel, direkt neben dem Markt, nur 20 Minuten mit dem Auto. Die Wohnungen werden auch wahrscheinlich ziemlich teuer sein, weil der Markt ist direkt nebenan. So, hier haben wir direkt, sehr gemütlich, auch hier für die Einwohner, eine Schule. Eine ganz frisch gebaute Schule. Hier sieht man die Sporthalle. Also solche Schulen habe ich in Deutschland auch noch nie gesehen, ist ja klar. Hier sehe ich sogar einen Platz, wo man, einen Moment, der fokussiert jetzt, wo man Sport machen kann. Naja, im Winter ist das jetzt nicht so beliebt, aber das gibt es eigentlich überall in Moskau. Auch was wichtig zu sagen ist, da gibt es übrigens auch einen Kindergarten und verschiedene Läden. Da gibt es noch eine Apotheke, also du brauchst gar nicht weit vom Haus wegzugehen. Du hast schon einen Laden direkt im Haus,
Das ist sehr gemütlich, sehr cool auf jeden Fall. Auch was Interessantes, jeder Block hat seinen Eingang mit Kamera wahrscheinlich, ja. Mit Kamera, mit einem PIN-Code. Ein Friseursalon gibt es hier auch noch nebenbei. Hier haben wir direkt noch einen Supermarkt und da hinten mit der roten Schrift ist noch ein Supermarkt. Also, das ist Luxus. Geht auf jeden Fall nochmal auf den Kanal von Roman. Link ist in der Beschreibung. Da seht ihr ein Interview mit mir auf der russischen Sprache. Und bald nehme ich noch ein, ja, sag ich mal, Infovideo zu mir auf, wo ich was über mich erzähle, aber dann halt auf Deutsch. An der Scheibe haben wir noch Angebote auf verschiedene Produkte. Ja, noch die Weihnachtsdekoration. Und wie ihr schon die ganze Zeit sehen könnt, Parkplätze gibt es auch hier mehr als genug. In jeder Straße gibt es Plätze, wo man sein Auto abstellen kann. Das ist auch sehr gemütlich. Naja, ich hätte jetzt gedacht, dass diese Häuser auch eine Tiefgarage besitzen, aber darüber habe ich jetzt nichts gesehen. Also Tiefgaragen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber vielleicht gibt es die.